Zapft ist für den FC Bayern. Einen Tag nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln trat der deutsche Rekordmeister zum traditionellen Besuch auf dem Münchner Oktoberfest an. Stilecht in Lederhose und Tracht ging es für Mats Hummels und Co. zum geselligen Zusammensein auf der Wiesn. Dass man gegen mutige Kölner am Vortag erstmals in dieser Saison Punkte hatte liegen lassen, dürfte das Team von Trainer Carlo Ancelotti zumindest für einige Stunden vergessen haben.